Dann haben wir schon mal unsere Antwort, ob wir den Pokal gewinnen. Oh, Köln. Ben Khalifa, lang von uns, ist nach Köln gewechselt. Darum spielt er überhaupt nicht her. Du bist in der heutigen Mannschaft überhaupt nicht berücksichtigt. Okay. Das ist voll scheiße. Ben Khalifa, ich vermisse dich jetzt schon. Okay. Young Boys ist dann unser nächster Gegner. Mal sehen, ob ich jetzt mal in den weißen Trikots auch an Tor schieße. Ja, dann nochmal wieder auswärts. Irgendwie spiele ich nur auswärts. Das ist voll die Scheiße. Gegen Young Boys. Auf Basis sind sie, glaube ich. Und die sind, meine ich, der Tabellenführer. Und gegen Tabellenführer, da kennt man mich ja aus allen. Aber dieser Tabellenführer hat natürlich mehr Qualität als irgendein Kaiserslautern oder ein Köln oder auch vielleicht auf Embo. Natürlich. Okay, jetzt Flank. Gut, das war jetzt schon mal hier ein kleines Anzeichen an den ersten. Ich glaube, die haben jetzt schon direkt gecheckt. Oh, 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 oh. Das sind keine Gegner, die sich anmerken lassen, dass sie verlieren wollen. Es gibt Elfmeter. Nein, das war abseits, Gott sei Dank. Boah, das war richtig, weil der hingefallen ist und dann kam die Meldung. Unterbrechung. Das war jetzt nicht so gut. Boah, perfekt, Abspeicherung. Also man weiß ja, Abspeicherung des Dings. Ja, das ist jetzt klar. Pluspunkte gewonnen. Ah! Jetzt wird abgewartet, dass vor dem Ende des. Boah, ich dachte jetzt gerade ähnlich schon, dass es halt so komisch gemacht hat, dass es ein Aussetzen gibt. So früh wäre das aber eine Überraschung. Oh, der spielt mir auch noch in den Rücken. Das war jetzt richtig scheiße. Nein, kann man das nicht. Ja, lauf doch hin, du Sch.
Ich kann nicht dauern. Ich halte mich jetzt auch gerade wirklich alle auf dem Platz von Schwachen. Ne? Rote Karte. Also ich verstehe nicht. Warum? Nein, das wollte ich nicht, nein. Okay, das... Nee. Ja, ey. Gib's doch nicht. Egal, dann holen wir jetzt hier gegen die Young Boys mit einer roten Karte noch den Sieg. Also jetzt haben wir ein Spiel, wie eine gelbe Karte gekriegt. Eine rote Karte. Und zuvor hatten wir ein Spiel. Das ist toll. Was für ein Hoch und das für ein Tief. Und das ist das 1-0 durch Dabur. Er hat schon mal gegen Milan getroffen. Und jetzt trifft er auch gegen die Young Boys. Da ist keine Schnitte bei den Gegnern. Also da steht es 1-0. Wurde umgewechselt auf den Stürmerplatz. Nagomol, das ist Anatole. Vielleicht muss ich noch Anatole jetzt. Erstmal jetzt hier aber Toko. Toko. Setz dich doch durch, Toko. So. So, leider nicht das Meinung. Wäre ich jetzt noch drin, hätte ich bestimmt ein Tor gemacht. Eine klasse Möglichkeit. Yashi, unser Torjäger, liegt jetzt hier nicht ein Tor vor. Togo, der Mann von dem Basel-Dudel-Spiel. Renn, Zaratek. Folge 18 ist es, glaube ich, jetzt schon. Hallo zu Folge 18. Hallihallo, meine Freunde, zu Folge 18. Ball bei weggespielt. Shayo. Und da steht keine. Er kriegt den Ball nicht. Shayo geht und langt, der Spieler des Monats kommt rein. Kann auch der andere Mann sein. Lang und lang auf der gleichen Seite. Oh mein Gott. Das ist eine sehr lange Seite. Ah, mein Gott. Wo? Mein Gott, ich habe Tor gemacht. Jetzt passt auf. Ich habe noch mal kurz warten, dann habe ich auf Flanken einfach gedrückt und dann auf auf Schuss. Wie geil.
Manchmal nützt es, Knöpfe irgendwie wahllos zu drücken. Das war so ein Müller-Tor. Also das geht. Taraji, der für Dabur reingekommen ist und der auch ein Tor gemacht hat jetzt. Aber wunderschön, die Flanke gekommen und er hat zweimal, glaube ich, von Anatol, also Nakomul, eine Flanke und beides mal von seinem Sturmkollegen. Der Ball perfekt verwertet und eingenetzt. Durchkommen. Es gibt Freistoß. Sada kommt rein für Lejatsk und Abrashi für Zalatek. Tarajai. Tara macht wieder Skifahren. Gut, das Niveau der Witze. Auf minus 2 Millionen. Bürki. Nationalkeeper der Schweiz. Und dann haben wir noch einen, der für Ecuador spielt. Was tut? Keine Ahnung. Oder war es Anatole? Na komm mal. Oder vielleicht auch ein anderer Spieler aus der Abwehrreihe. Es gibt Ecke. Also abgewechselt. Zum Beispiel Mount kann es auch sein. Oder halt irgendeiner von denen. Spieler, die gerne so einen Kader haben. Keine Ahnung, wie viele Kader sind. Neunzigste Minute, es ist egal, was die jetzt hier machen, die werden nicht gewinnen. Wir gewinnen mal wieder gegen einen Tabellenführer. Young Boys. Sehen hier ganz schön Old Boys-haft aus. Aber natürlich ich auch mit meiner roten Karte. Aber es ist egal. Das Spiel ist aus. Das Spiel ist aus. Grasshopper gewinnt gegen Young Boys. Und ist nicht Weltmeister. Banguera. Das ist, ja, dann haut raus. Peace out. Willkommen in der Endcard. Du kommst unten zu unserem Zweitkanal Evolution Movies. Darüber kommst du zur Folge 00 von FIFA 15 Karriere Modus. Außerdem dagegenüber kommst du zur letzten Folge, der Folge 17. Darunter kannst du abonnieren, Twitter, Facebook und so weiter und so fort. Seht, könnt ihr die Links in der Videobeschreibung euch anschauen. Außerdem kannst du hier jetzt in der Mitte auch noch von einem Kanal draufklicken. Dort gelangst du zur Playlist. Haut raus. Peace out.